Hey, ich bin Maria von More Raw Food und hier unten liegt Laurella von More Raw Food. Und wie du siehst, ist es heute nicht Samar hier, sondern ich. Und das liegt daran, weil Samar mich gebeten hat, mal meine besten Tipps mit dir zu teilen, wie ich mich als junge Mutter fit und schlank halte, mit der Rohkost natürlich und wie es auch für mich einfach ist, Rohkost im Alltag zu praktizieren, ohne viel Zeit dafür zu verwenden. Ich will nicht lang quatschen, sondern dir erstmal meine Top 5 besten Tipps mit auf den Weg geben, wie ich mich als Mama fit und schlank halte. Tipp Nummer 1: kurzes, effektives Workout. Als Mama und vor allen Dingen als Mama von kleineren Kindern hat man nicht ewig Zeit und es geht mir ganz genauso. Und deswegen kurzes, effektives Workout. Was mache ich da? Ich renne weder ins Fitnessstudio noch sonst irgendwas, weil ich will ja auch Geld sparen. Und deswegen mache ich jeden Tag oder so vielleicht fünfmal die Woche so ein kurzes Workout, 15 Minuten lang, nicht mehr, manchmal vielleicht 20, aber dann den nächsten Tag auch nur wieder 10, je nachdem angepasst an meinen Lebenstag oder meinen Ablauf am Tag. Und das mache ich jeden Tag. Da kann ich bestimmen, wann ich das mache. Ich kann mein Kind oder meine Laurella mit integrieren. Das ist kurz, knackig, hilft mir fit zu bleiben, trainiert die Muskeln, bringt mich in Gang, sodass ich wirklich einen Kick bekomme. Und ich brauche nicht 1000 Euro jeden Monat dafür auszugeben, weil diese zwei, die ich verfolge, die sind kostenlos und das ist Blogilates und Christine Salus. Und die Kanäle verlinke ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung. Und das Gute an der Sache ist natürlich auch, wenn Laurella sieht, wie ich Sport mache, dann will sie entweder selber mitmachen und wird das bestimmt später als gute Routine in ihr Leben auch mit integrieren. Tipp Nummer 2: mehr Gemüse. Denn Gemüse hat weniger Kalorien, aber dafür mehr Nährstoffe. Und wenn du jetzt vielleicht ein Problem hast, Gemüse oder Salate zu essen, dann ist mein bester Tipp wirklich super leckere Dressings. Und da habe ich auch schon zwei E-Books drüber geschrieben, die verlinke ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung. Die sind wirklich mit einfachen Zutaten, die jeder zu Hause hat. Und die sind super schnell gemacht. Einfach alles in den Mixer hauen oder in den Personal Blender und dann einfach alles mixen, fertig. Und den Salat, da nimmst du einfach das Gemüse, was dir am besten schmeckt. Tipp Nummer 3, und das ist so auch mein bester Tipp für die Leute, die gerne mit der Rohkost anfangen möchten, und zwar gesund naschen. Denn man glaubt immer, dass so Schokolade und Muffins und Pfannkuchen und so, dass es das alles nur ungesund gibt, mit sehr viel tierischen Fetten, Butter. Ja, nicht in veganer Form, aber ich kann dir sagen, es gibt es sogar in rohköstlicher Form. Denn ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, More Raw Food Sweets and Treats, und da sind so ziemlich alle Sachen drin. Es gibt zum Beispiel ein rohköstliches Nutella, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir unten mal in der Videobeschreibung. Aber es gibt auch rohköstliche Schokolade, rohköstliche Plätzchen, Spekulatius, Muffins, Pfannkuchen, Knusperkekse, also so alles, was man denken und sich vorstellen kann. Und wenn dich das interessiert und du damit den Einstieg finden kannst, dann gebe ich dir das als Tipp mit auf den Weg. Und es ist auch noch gut für deine Kinder, weil dann können auch deine Kinder gesund naschen, weil dieses schlechte Gewissen, was nach dem Naschen kommt, das kommt, glaube ich, nur, weil wir unterbewusst wissen, dass die ganzen Inhaltsstoffe vielleicht doch nicht so gut darin sind. Also, wenn du das vermeiden möchtest, ist das mein bester Tipp für dich. Tipp Nummer 4: lieber Nährwerte zählen als die Kalorien. Früher habe ich auch also jeden Tag damit verbracht, wirklich meine Kalorien zu zählen, die zu tracken, bei chronometer.com einzugeben. Das kann ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und habe eben geschaut, dass ich ja nicht über eine gewisse Kalorienanzahl kommt. Heutzutage mache ich das gar nicht mehr, sondern ich gucke wirklich, dass ich genügend Nährstoffe bekomme. Und da meine ich nicht nur Fette, Proteine und Kohlenhydrate, sondern wirklich diese Mikronährstoffe wie Selen oder aber auch die ganzen Proteine, Kalzium, Zink, Eisen. Und das bekomme ich aus nährstoffreichen Lebensmitteln. Was ist das zum Beispiel? Sprossen. Super günstig und kann jeder selber machen. Wenn du nicht weißt, wie, verlinke ich dir auch mal ein Video dazu unten in der Videobeschreibung. Oder aber Wildkräuter nutzen. Einfach in den Smoothie hauen, mit Obst drin, ein bisschen Wildkräuter und dann hast du es.
Oder aber Superfoods wie Chlorella und Spirulina-Tabletten. Das sind wirklich nährstoffreiche Lebensmittel, die dich boosten. Und davon kannst du so ziemlich so viel essen, wie du auch willst. Und zusammen mit meinen leckeren Dressings ist das, denke ich mal, auch gar kein Problem. Und Tipp Nummer 5 hat nicht so viel mit Ernährung zu tun, sondern ist ein glückliches, erfülltes und aktives Leben. Denn wenn du dich mit Sachen beschäftigst, die wirklich dich interessieren, wofür du brennst, dann denkst du gar nicht mehr so viel darüber nach, was du isst. So geht's mir auf jeden Fall, wenn ich so beschäftigt bin mit irgendeinem Projekt oder einer Sache, die ich wirklich mag, wo mein Herz dran hängt, dann mache ich, mache ich, mache ich. Oder wenn ich mit Laurella spiele, dann bin ich da so drinne und so vertieft darin, dass ich manchmal sogar vergesse, was zu essen. Soll man natürlich nicht machen, das Essen ist auch wichtig. Aber was ich damit sagen will, wenn du glücklich und gesund bist und deine Passion lebst und die Sachen machst und dich mit Sachen beschäftigst, die dich wirklich interessieren, dann gehen auch nicht mehr so viele Gedanken zum Essen hin. Und natürlich aktiv, immer mit ein bisschen Sport und ja, wie ich schon beim Tipp Nummer 1 gesagt habe, dass man eben wirklich ein kurzes, poweraktives Workout macht. So, das waren jetzt erstmal meine 5 besten Tipps, wie ich mich schlank und fit halte. Laurella hüpft hier unten übrigens gerade rum. Wenn es mal so ein bisschen wackelt, dann weißt du warum. Und jetzt möchte ich dir noch meine 7 besten Tipps mit auf den Weg geben, wie ich Rohkost in meinen Alltag integriere, der ja auch voller, ja, busy Projekte ist mit Kind, also immer schön vollgepackt. Am Anfang kann das zwar ein bisschen zeitaufwendiger sein, aber mit meinen 7 besten Tipps sollte das kein Problem sein. Legen wir also mal gleich los. Tipp Nummer 1, wenn du schon mal in der Küche stehst und dir irgendwelche Rohköstlichkeiten machst, mach einfach gleich mehr. Zum Beispiel mache ich das so, wenn ich jetzt leckere Rohköstbällchen mache und ein Rezept dazu verlinke ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung. Das sind meine absoluten Lieblingssnacks, die Buchweizenbällchen. Da mache ich dann immer gleich eine Riesenladung und pack den Großteil davon gleich in den Tiefkühler, sodass ich immer was parat habe, wenn ich Leute zu Besuch bekomme. Tipp Nummer 2, das beste Fastfood der Welt ist Obst. Ich meine, gibt es irgendjemanden, der keine Beeren mag und die kann man einfach kaufen und hinstellen. Aber auch eine Banane kann man einfach aufschälen und dann den Kindern geben oder aber auch selber wegsnacken. Und ein bisschen komplizierter ist es vielleicht, wenn man Obst aufschneidet. Dann muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Aber auch da, wenn das Obst erst einmal aufgeschnitten ist und man die Familie dazu bringen möchte, mehr Obst zu essen, dann einfach aufschneiden, weil da greift jeder zu, weil jeder mag Obst. Und bei uns ist es auch immer so eine Ananas, die liegt dann erst immer, aber sobald ich die aufgeschnitten habe, ist die 1, 2 fix weg. Und wenn es mal kein frisches Obst ist, dann können es zum Beispiel auch Trockenfrüchte sein. Da gibt es zum Beispiel Datteln oder Feigen, Rosinen, getrocknete Mangos mag ich sehr, getrocknete Drachenfrüchte ist mein absoluter Liebling und die kaufe ich mir bei der Coro Drogerie. Und wenn du den Code Rawfood benutzt, dann bekommst du 5% auf deine Bestellung. Also lass dir das nicht entgehen. Ich hinterlasse dir mal den Link unten in der Videobeschreibung. Tipp Nummer 3, hilfreiche Geräte. So ein paar Geräte, ein oder zwei, erleichtern den Alltag definitiv. Die besten Geräte, die ich da habe, ja, Mama macht schnell, ne? Die besten Geräte, die ich da habe, ist zum Beispiel mein Personal Blender, mein Harexco Blender und ja, was habe ich noch? Meine Küchenmaschine, weil da kann ich das alles häckseln. Und wie ich das genau mache, das kannst du auf meinem Blog nachlesen. Den Link dazu hinterlasse ich dir auch mal in der Videobeschreibung. Und da gebe ich dir auch Tipps, wie du jetzt ohne große Investitionen trotzdem super tolle Sachen mit der Rohkost machen kannst. Tipp Nummer 4. Bereite Sachen am Wochenende schon vor. Ich mache es zum Beispiel so am Wochenende, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich, ja, wenn Laurella spielt, dann stelle ich mich einfach hin und schnippel so ein bisschen Gemüse schon für die Woche vor. Dann brauche ich in der Woche nicht mehr so viel Zeit dafür aufwenden. Ich mache mir auch groben Plan, was will ich so machen, bereite Dinge vor und dann habe ich in der Woche mehr Zeit für andere Dinge. Tipp Nummer 5. Fertige Rohkostprodukte. Manchmal mache ich das auch wirklich so, dass ich eben entweder so fertige Bars kaufe oder fertige Smoothies oder eine Saftbar gehe, damit ich nicht alles selber machen muss. Das kostet ein bisschen mehr Geld, aber manchmal ist so ein bisschen mehr Zeit und sowas einfach, sich was auf dem Weg zu kaufen, ein guter Vorteil. Ja, Laurella möchte jetzt, dass ich schneller mache. Mache ich. Ich gebe mein Bestes. Tipp Nummer 6 sind einfache und schnelle Rezepte. Denn
keiner hat die Zeit, irgendwelche ellenlangen Rezepte, Zutaten da zu befolgen, wie das gemacht wird mit irgendwelchen komischen Geräten. Dazu hat keiner Zeit. Und deswegen mache ich das. Dankeschön. Deswegen mache ich das nämlich immer so in meinen Rezepte-Videos, dass ich eben wirklich so herkömmliche Zutaten nutze, wenige Zutaten und die auch super schnell und einfach gemacht sind. Und wenn ich wirklich jetzt mal eine Zutat verwenden sollte, wie zum Beispiel Maulbeeren, die es jetzt nicht überall gibt, dann verlinke ich dir das, sodass du dir das problemlos nach Hause bestellen kannst und die Rezepte trotzdem ausprobieren kannst. Und mein siebter und letzter Tipp sind mehr nährstoffreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel auch Superfoods. Weil wenn mehr Nährstoffe drin sind, dann braucht man nicht so viel davon zu essen, weil wir ja schneller auf der nährstofflichen Ebene satt sind. Das sind auf jeden Fall meine Erfahrungen. Da gibt es zum Beispiel so Chlorella oder Spiruline. Und ich habe auch eine ganze Reihe über Superfoods gemacht. Wenn dich das interessiert, die verlinke ich dir aber unten in der Videobeschreibung auch mit. Dann kannst du dich da noch weitestgehend oder weiter belesen. Was mir aber jetzt auch nochmal ganz wichtig ist zu sagen, es geht nicht darum, 100% Rohkost zu essen, sondern auf meinem Kanal geht es wirklich darum, mehr Rohkost in dein Leben zu integrieren. Jeden Tag ein bisschen mehr oder jede Woche ein bisschen mehr und ehe du dich versiehst, ernährst du dich wirklich super gesund. Ich hoffe, dass dir meine Tipps geholfen haben, in Zukunft auch fit und gesund und schlank zu sein, bisschen mehr Rohkost zu essen. Wenn ja, dann freut mich das auf jeden Fall. Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann hinterlass mir die gerne in den Kommentaren. Ich gucke immer bei Samar auf dem Kanal vorbei und antworte dir dann auf jeden Fall. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, was ich auch an einem Tag esse, dann schau auch gerne auf meinen YouTube-Kanal vorbei oder aber bei Instagram, weil da zeige ich jeden Tag, was ich so esse, was wir so machen und hoffe, dich noch mehr inspirieren zu können. Das soll es von mir für heute gewesen sein. Ich freue mich ganz toll, wenn ich dich in einem meiner Videos in Zukunft sehe und sage bis ganz bald. Ja, jetzt ist Mama fertig und Laurellas Geduld am Ende und sagt bis ganz bald. Lass es rocken, Maria.